Moin, moin, meine Mangos. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Country Worlds at War mit mir, der Mango. Und wir, ja, kämpfen heute weiter gegen unseren Rivalen, nachdem wir das letzte Mal die Piraten ausgelöscht haben. Wir kämpfen gegen das Osmanische Reich, für alle, die neu sind. Das ist das Osmanische Reich. Das, was ihr oben rechts seht, was so gelb ist. Warum hat das auf einmal die Farbe geändert? Irgendwie war das doch zuletzt noch anders. Das sind die Ressourcen, das ist lustig, das sieht anders aus. Na gut, das sind die Länder einfach. Naja. Ja, aber es sah doch vorhin noch anders aus. Wir waren nicht gelb, also kurz vorher die Aufnahme. Jetzt sind auf einmal unsere Verbündeten grün, wir sind gelb, rot sind unsere Gegner und hellblau sind unsere Marionetten da oben rechts. Vorher waren die Farbe aber doch anders verteilt, als ich aufgenommen habe. Aber das ist nicht so schlimm. Das interessiert uns gar nicht. Wir müssen nämlich erstmal weitermachen, weil wir gar nicht mehr kämpfen können. So, greifen uns die Osmanen irgendwo an? Ich glaube nicht. Dann greifen wir sie an. Und wir greifen jetzt einfach mal so die größten Gebiete an, die es hier so gibt. Und zwar hier in Afrika. Weil ich glaube, wir werden nicht sie komplett auseinandernehmen dazu. Dann werden die Folgen zu lang und zu viele und zu einseitig. Jetzt kommen auf einmal alle mit. Die haben auch gar keine Truppen mehr. So, ich werde jetzt einfach mal das aufstellen. Ja, wie groß diese Armee ist. Ich werde jetzt erstmal alle aufstellen hier. Damit man sieht, wie groß. Ich kann gar nicht mehr aufstellen, weil dann müssen wir noch mal ein bisschen zusammenrücken. Komm. Ach, du passt doch dahin. So. Wie groß diese Armee ist einfach. So, ja, easy besiegt, weil die keine Truppen mehr haben. Ich bin Level 6, da habe ich einen Diamant bekommen oder so. So, dann das nächste Gebiet, der Nordsudan, wird annektiert. Jetzt ist Frankreich mit dabei, die waren ja vorher gar nicht dabei. So. Und dann, ja, sind die Osmanen besiegt in diesen zwei Schlachten und wahrscheinlich werden sie jetzt wahrscheinlich zustimmen. Wir haben jetzt ihre Gebiete hier abgeschnitten, das wird sie zu einer Marionette machen. Annexion. Und damit werden wir ganz viel Essen brauchen, weil wir jetzt ganz viele Gebiete annektiert haben. So. Jetzt sieht die Welt so aus. Oben rechts, das Gelbe sind unsere Gebiete, das Hellgrüne sind die Gebiete unserer Verbündeten und das Blaue sind unsere Marionetten. Also das könnte ich eigentlich auch mit den Mexikanern machen. Annexion, da könnte ich nichts gegen tun. Aber das will ich gar nicht. Ich brauche eine Marionette. Und dann schauen wir mal, wem wir so den Krieg erklären können. Wer denn noch so das mächtigste Reich ist. Allianzen. Großbritannien-Frankreich-Allianz. Naja, gut. Es gibt dann nur noch die Qing-Dynastie und die gemeinsamen Feinde. Und dann doch noch hier unten die Preußen-Bayern-Allianz. Wollen wir die Preußen und Bayern angreifen? Einfach weil wir es können? Weil dann haben wir vielleicht zwei gegen uns. Das hatten wir bisher noch nie, dass wir Verbündete im Prinzip. Also dass wir gegen zwei kämpfen. Das hatten wir bisher noch nie. Ach gut, ich nehme jetzt auch mehr Essen ein. Na gut. Machen wir die Nahrungsaufnahme, dann werden die glücklicher, ne? Aber die sind ja schon glücklich. Dann müssen wir das nicht mehr machen. Gut, dann beenden wir die Runde. Vietnam ist zu einem Marionettenzustand von der Qing-Dynastie geworden. Die Qing-Dynastie hat es annektiert. Persien hat das Marionetten. Die Persier haben den Saudi-Staat eingenommen. Vietnam ist weg.
Und Saudi-Staat ist weg. Also ist das jetzt Persien? Persien ist groß. Und die Qing-Dynastie, also China, ist groß. Ja, ziemlich groß. Hier gibt es noch Konföderation Maratha und das Mogulreich. Okay. Schweden, die sind doch auch Marionetten, oder? Ja, genau, noch von Frankreich, oder? Was haben die hier eigentlich? Die haben The Old Canon, die haben sie auch nicht freigeschaltet. Naja, gut. Dann werden wir jetzt irgendeinem Land den Krieg erklären und wir gucken einfach mal, was das mächtigste Land der Welt ist. Wie kann man das machen? Welt? Ränge. Wir auf der 1, Russland auf der 2, Mexiko auf der 3, Frankreich auf der 4. Frankreich ist hinter Mexiko, wie peinlich. Dann kommt schon Schweden, was? Persien, Persien ist krass und Spanien. Persien, Spanien und die Qing-Dynastie. Ich wollte ja eigentlich Brasilien, aber gut. Wer ist von der Armee am stärksten? Wir, Spanien ist sehr stark und die Niederlande. Dann gehen wir auf Spanien. Dann gehen wir auf Spanien. Wir werden den Spaniern den Krieg erklären und ich denke mal, wir werden erstmal wirklich um das Hauptspanienkrieg führen. Weil wenn wir da Gebiete erobern, ey, das wäre so cool. Krieg erklären. Und alle anderen. Wir können sie eigentlich direkt zur Marionette machen. Wir greifen mal das Gebiet an, wo höchstwahrscheinlich Madrid liegt. Wobei ich glaube, Madrid liegt in diesem Gebiet, was wir noch nicht angreifen können. Aber wir werden heute noch Madrid einnehmen. So, die kommen alle mit rein. Die greifen und die wollen gar nicht erst kämpfen. Okay. Obwohl die eine Armee haben. Nee, doch, die kämpfen. Gut. Ich dachte schon. So, wir schieben das mal ein ganzes Stück nach hinten, weil ich will immerhin meine Grenadier dahin packen. Kommt schon, ihr Russen macht da ein bisschen Platz. So. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Die machen die schon fertig. Die haben auch viel Leben, glaube ich. Also hoffe ich. Gut. Wir kriegen das hin. Boah, die machen viel Schaden. Sie sind so krass. Und das war's. Easy win. Ich denke, ich werde das Video dann auch gleich beenden, wenn wir Spanien hier Madrid annektieren. Das ist, glaube ich, Madrid Provinz. Dann werden wir sie zu unserer Marionette machen. Und annektieren. Und dann ja, war es das für sie. Im Prinzip. So einfach ist es. Pikeman haben die noch. Interessant. Ja, wir können ja mal die Dings schießen lassen. Die Franzosen. Aber ich will mal meine langen Bögen nochmal hier hin platzieren. Und meine Musketiere. Ach komm schon. So. Easy win. Aber die machen nicht so viel Schaden, die Musketiere und die langen Bögen. Ah, das ist nicht schlimm. Young Guard, 19 Schaden. Ist krass. Gut, dann werden wir, nachdem wir Madrid erobert haben, sie zu einem Marionettenstaat machen und sie annektieren. Oh ne, ich habe ja nur einen Punkt. Oh. Ist natürlich doof. Habe ich die jetzt schon freigeschaltet? Ja. Dann werde ich die jetzt rekrutieren. Und dann werde ich eine Runde weitergehen. Russisches Reich und Spanien waren Verbündete? Ist
Finde ich interessant. Ich finde es gut, wenn das Game, wenn die Russen sich dann auch die, also wenn die auch das, dass die auch die Option gehabt hätten, sich für Spanien zu entscheiden, weil ich greife ja einen ihrer Verbündeten an. Aber gut, die würden wahrscheinlich in der Realität auch sich für das große Bündnis entscheiden, weil wir halt richtig mächtig sind. So. Ah, die sind sogar kleiner gewesen als das Osmanische Reich, als wir die annektiert haben. Und da hatten wir das Osmanische Reich schon sehr geschwächt. Ja. Kriegen gar nicht mal Gold. Spanien ist weg. Und so sieht die neue Weltordnung aus. Ich würde ja gerne den Franzosen auch ein bisschen was abgeben, aber ich weiß nicht. Ihr könnt gerne entscheiden, gegen wen ich als nächstes in den Krieg ziehe. Mir ist es eigentlich egal. Ich werde sowieso am Ende die ganze Welt ja, vereinen. Ob das jetzt China ist, ob das jetzt Persien ist, ob das Brasilien ist, die ich angreifen soll, ob die Bayern, falls ihr was gegen die Bayern habt, gegen Preußen oder gegen einen weiteren Verbündeten, also Frankreich oder Russland, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich beende das jetzt erstmal hier und warte auf einen eure Kommentare und wenn da noch ein paar Tage nichts kommt, dann werde ich wahrscheinlich dann irgendwann selber entscheiden. Ich muss das Video jetzt auch beenden, weil ich die beiden jetzt hier schneiden werde. Eins davon lade ich direkt hoch und dann ja, war es das von mir. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr das Ganze neutral seht, dann schreibt einfach in die Kommentare. Hashtag Mr. Mangobaum, der Herrscher über die Welt. Es freut mich und den Algorithmus. Und dann gerne bis zum nächsten. Tschüssi.